erste Heimspiel der Saison 2018-19 ist absolviert. Es gab eine 1-2 Niederlage gegen den HSV. Lass uns mal kurz über das Spiel sprechen. Wie war es für dich? Ja, für mich persönlich war es wieder schön, dass ich hier in dem Stadion gespielt habe. Gegen so einen Gegner ist natürlich immer was Besonderes. Es war natürlich bitter, dass wir jetzt 2-1 verloren haben, aber ich glaube, die Leistung war sehr vielversprechend und wir können nächste Woche, glaube ich, sehr gut in die Pflichtspiele gehen. Was kann man an solchen Spielen mitnehmen? Ja, sehr viel Erfahrung gegen einen Top-Gegner. Wir haben gesehen, dass wir mithalten können, wir haben gesehen, dass wir richtig gut Fußball spielen können und ja, schauen wir, wie es weitergeht. Nächste Woche beginnt die Pflichtspielsaison, zuerst einmal mit dem Cup. Mit welchen Erwartungen gehst du in die Saison, mit der Mannschaft und für dich persönlich? Ja, jetzt die Woche ist einmal Vorbereitung auf den Cup. Das Wichtigste ist da eine Runde weiterkommen. Dann gehen wir in die Meisterschaft. Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen, wir wollen jedes Spiel gewinnen und dann werden wir eh sehen, wo wir stehen. Nach dem Cup-Spiel ist auch das Abschiedsspiel für den Steffen Hoffmann. Wie geht man mit so einem Spiel um vor der Brust, weil es im Verein ja doch ein sehr großes Thema ist? Ja, es ist natürlich ein besonderes Spiel, vor allem für ihn, aber für uns auch. Und ich glaube, wir bescheren ihn alle einen schönen Abschied und danken ihm für alles. Lass uns aber noch einmal ganz kurz zurück aufs Spiel kommen. Du hast das Tor geschossen zum 1-2, zum 1-1. Wie war's für dich? Bring uns einmal da ein bisschen hinein. Was ist denn in dir vorgegangen? Ja, natürlich. Ein unglaubliches Gefühl in dem Stadion vor den Zuschauern, ein Tor zum Schießen. Auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel war, egal, ein Tor ist Tor. Und ich hoffe, ich erlebe noch viele solche Momente hier. Was hast du aus dem letzten Jahr gelernt? Sehr viel. Ich war lang verletzt. Das erste Mal in meiner Karriere. Habe mich, denke ich, gut zurückkämpft. Habe letztes Jahr auch wieder gespielt. Das ist sehr wichtig für mich. Und ich glaube, dass ich jetzt wieder stark zurückgekommen bin. Wie hast du die Zeit erfunden für dich persönlich und wie hast du Rapid verfolgt? Ja, wie gesagt, es war sehr, sehr hilfreich für mich, denn ich war lang verletzt, habe dort meine Spiele absolviert. Natürlich war es ein sehr schwieriges Jahr mit dem SK in St. Pölten, aber ich denke, es war sehr hilfreich und lehrreich. Du Philipp, ich habe jetzt noch eine Woche bis zum Pflichtspielauftrag. Wo gilt es da jetzt, sich wohl anzusetzen? Was hat man vielleicht heute gesehen, was noch nicht ganz passt? Ist es im Abschluss, in den Offensivaktionen? Ihr habt sich einige Chancen rausgespielt, aber das Tor vor allem in der ersten Halbzeit nicht gemacht. Ja, sicher. Das ist immer ein Thema, die Chancenauswertung. Da müssen wir konsequenter sein, müssen wir die Tore schießen wollen. Das ist natürlich ein Ansatz, wo wir arbeiten. Sonst war es eigentlich richtig gut. Wir haben richtig gut den Ball rausgespielt, haben den Ball gut laufen lassen. Und ja, wir gehen positiv in die nächste Woche. Wie siehst du die Qualität im Verein? Was ist drin in der Saison? Wie siehst du auch deine Rolle jetzt mit den ganzen Neuzugängen? Ja, die Qualität ist richtig, richtig hoch. Schauen wir, wir schauen von Spiel zu Spiel. Wollen jedes Spiel gewinnen. Und dann werden wir sehen, wo wir stehen. Wie siehst du deine Rolle? Ja, ich hoffe natürlich, dass ich viel Spielzeit kriege. Wenn ich sie bekomme, dann werde ich sie natürlich nutzen. Und ja, wir werden es sehen. Ich werde alles dafür geben, dass ich viele Einsatzminuten bekomme. Wie hat Rapid mit dir das kommuniziert, wie du zurückgekommen bist, weil viele werden ja verliehen und die spielen dann nicht beim grün-weißen Dress. Du hast jetzt wieder eine Chance erhalten. Ja, ist natürlich etwas Besonderes für mich, dass ich zurückgekommen bin und jetzt auch gute Leistungen in der Vorbereitung gebracht habe. Ja, jetzt wird man sehen, wie der Trainer das sieht und ich werde mich weiter im Training beweisen für weitere Aufgaben und werden wir sehen, was rauskommt. Deine ehemaligen Mannschaftskollegen bei St. Pölten, die wissen noch immer nicht, wo sie nächstes Jahr spielen. Verfolgst du das ein bisschen mit, weil du ja mittendrin statt nur dabei warst? Ja, natürlich ist es interessant für mich, weil ich ja gespielt habe dort. Ich denke aber schon, dass sie in der obersten Liga spielen werden und ich hoffe auch, dass ich nächstes Jahr gegen sie spielen werde. Veton Berisher, das erste Heimspiel der Saison 2018-19 ist absolviert. Es gab eine 1-2 Niederlage gegen den HSV. Lass uns mal kurz über das Spiel sprechen. Wie war es für dich aus deiner Sicht? Wir haben nicht so gut angefangen mit dem Spiel und so. Die haben gut durchgespielt. Wir haben nicht so gut gestanden, aber dann haben wir besser gemacht und wir haben gute Möglichkeiten gehabt, eigentlich für mehrere Tore zu schießen. Du hast es angesprochen. Die Chancen waren da. Warum hat es am Ende dann nur ein Tor gegeben? Weil wir haben nicht ein Tor geschossen, aber ja, wir hatten gute Möglichkeiten. Ich hatte ein paar gute, der Knasi, Kosti, aber ich denke, wenn du in solche Möglichkeiten kommst,
ist, dann kommen auch die Tore. In einer Woche beginnt die Meisterschaft. Woran müsst ihr noch arbeiten? Woran muss noch der Hebel angesetzt werden? Ja, eigentlich bei der Offensiv und Defensiv. Wir haben schon ein paar Dinge, dass wir nicht gut machen und dass wir verbessern können und die Dinge, was wir gut machen, verbessern. Das Cup-Spiel, war das schon ein Thema bei euch? Bis jetzt nicht, nein. In einer Woche steht auch das Abschiedsspiel für Steffen Hoffmann auf dem Programm. Außerhalb der Mannschaft, im Verein selbst ein großes Thema, auch für euch in der Mannschaft? Ja, wir sprechen darüber. Also ein cooles Ding, wir spielen gegen die und ich glaube, es ist ausverkauft oder fast ausverkauft. Wird ein cooler Abschied von ihnen. 20.000 Zuschauer bei einem Abschiedsspiel, hast du das schon mal erlebt? Nein, weil ich habe nie in so ein Spiel gespielt. Was sind deine Ziele, was sind deine Erwartungen für die kommende Saison? Na, also ich will, dass wir erfolgreich sind mit der Mannschaft und persönlich, ja, will ich so viele Spiele wie möglich spielen und viele Tore und Assists schießen. Damit du dich endlich wie dein Bruder für einen Auslandstransfer empfiehlst, oder? Na, das denke ich nicht drüber. Also ich will nur erfolgreich sein mit Rapid, dass wir Dinge erreichen und ja, das ist mein Ziel. Und was passiert danach dann, das weißt du nie. Was für Dinge gilt es denn zu erreichen? Weil, wie schätzt du die Qualität im Kader ein, vor allem im Vergleich zur letzten Saison mit den Neuzugängen? Nein, ich schätze, dass wir gute Qualität haben. Wir haben gute Spieler verloren, aber wir haben gute Spieler geholt. Und ja, also wir wollen da in die Playoffs, da in der Spitze sein und dann sehen wir am Ende. Gibt es für dich persönliche Ziele? Also so eine, keine Ahnung, 10-Tore-Saisonmarke oder setzt du dir solche Ziele? Ja, ich habe mich dieses Jahr solche Ziele gesetzt, aber das halte ich für mich selber. Philipp Maliczek hat heute nach seiner Rückkehr mit Sternberg seinen ersten Ballkontakt der Tor geschossen. Was kann man über ihn sagen? Du kennst ihn jetzt kurz. Ja, also ich kenne ihn nicht so gut, aber was ich vom letztes Jahr und jetzt in der Vorbereitung finde, er hat gute Schritte gemacht. Er ist ein guter Spieler und super Tor heute gemacht. Also ich denke, er wird gute Spiele für uns machen dieses Jahr.